Unser Urlaub ist für Mai geplant, aber es kommen berufliche Termine dazwischen. Deshalb fahren wir kurz entschlossen im März. Unser Reiseziel ist Schottland. Am folgenden Morgen machen wir bei wunderschönem Wetter einen Spaziergang entlang des Linlithgow Loch. Unser Ziel ist der Linlithgow Palace und die St. Michael's Church mit der charakteristischen Dornenkrone auf dem Turm. Linlithgow Palace wurde Anfang des 15. Jahrhunderts nach einem Brand des Vorgängerbaus neu errichtet. Anfangs wurde aber nur der Ostflügel und ein kurzer Südflügel erbaut. Erst nach und nach wurde der Südflügel verlängert, West- und Nordflügel errichtet und mit den Ecktürmen verbunden. Der Brunnen im Mittelpunkt des Innenhofes stammt aus dem 16. Jahrhundert. Das Schloss war lange Zeit der bevorzugte Wohnsitz schottischer Könige. Sowohl Maria Stuart als auch ihr Vater wurden hier geboren. 1746 wurde der Palast infolge der Jakobitenkriege durch Feuer stark beschädigt und blieb fortan eine Ruine. Der Brunnen im Renaissance-Stil kann heute noch Wasser speien. Er soll bei Festivitäten auch mit Wein gespeist worden sein. Wir besichtigen Gewölbe, königliche Kammern und riesige Festsäle.
In den Ecktürmen sind die Treppen untergebracht. Und ab und zu muss man einen Blick aus den Fensteröffnungen werfen, um festzustellen, in welchem Teil des Vierflügelbaus man sich gerade befindet. Im Nordwestturm kann man ganz nach oben steigen und den Blick auf die Anlage und den Park genießen. Das Dach des Kirchturms der St. Michael's Church zierte einst eine Steinkrone, die aber schon im 19. Jahrhundert abgebaut wurde, weil sie baufällig war. 1964 wurde die auffällige Dornenkrone installiert. Die St. Michael's Church brannte wie das Schloss nebenan 1424 ab und wurde danach neu erbaut. Von Linlithgow aus fahren wir in Richtung Stirling, und zwar zum Wallace Monument. Das Denkmal für den schottischen Nationalhelden wurde auf dem 91 Meter hohen Abbey Craig errichtet. Das Denkmal selbst ist 67 Meter hoch und man muss 246 Stufen erklimmen, um auf die oberste Plattform zu gelangen. Bei der engen Treppe ist ein Besuch in der Hochsaison nicht empfehlenswert. Bevor man oben anlangt, kann man sich in drei Stockwerken über William Wallace, die Schlacht bei Stirling von 1297 und berühmte Schotten informieren. Ganz oben unter der Krone schweift der Blick über das ehemalige Schlachtfeld zu den Ockle Hills, den ersten Ausläufern der Highlands. Das Wetter ist zunehmend schlechter geworden und wir haben noch rund 180 Kilometer Fahrstrecke vor uns. Vom Loch Lomond sehen wir nicht viel und wir sind froh, als wir bei leichtem Schneetreiben endlich das abseits gelegene Glencoe Mountain Resort erreichen. Von unserem einsam gelegenen Übernachtungsplatz fahren wir bei weiterhin schlechtem Wetter durch das berühmte Glencoe, von dem wir nur wenig sehen. Einen Zwischenstopp legen wir in Fort William ein, wo wir tanken und einkaufen. Unser eigentliches Ziel ist das Glenfinnan Monument und das berühmte Glenfinnan Viadukt am Loch Sheel. Das Denkmal erinnert an Bonnie Prince Charlie, der hier an Land ging, um den schottischen und englischen Thron für die Familie Stuart zurückzuerobern. Mit der Unterstützung vieler schottischer Clans zog er 1745 in den Kampf, der 1746 in Culloden blutig endete. Der Prinz selbst konnte allerdings entkommen. In letzter Zeit hat es viel geregnet. Bäume und Wege nahe am Loch stehen in bzw. unter Wasser.
Als der Regen nachlässt, wandern wir zum Glenfinnan-Viadukt, das als Filmkulisse unter anderem für die Harry Potter-Reihe diente. Ab Mai verkehrt hier zweimal täglich ein Zug mit Dampflokomotive bei entsprechendem Touristenandrang. Wir können in Ruhe den Blick auf die Bahnstrecke, die umliegenden Berge und auf Loch Shiel genießen. Über Fort William fahren wir am Loch Lochy vorbei nach Invergarry und erreichen hinter diesem Ort unseren Übernachtungsplatz. Nach dem Frühstück verlassen wir unseren Stellplatz am River Garry. Wir fahren wieder auf die A82 zurück, die das gesamte Great Glen durchquert. Dieses sogenannte Große Tal zieht sich von der Nordsee zum Atlantik durch die ganze Landmasse von Schottland. In Fort Augustus machen wir Halt, weil wir hier den Kaledonischen Kanal besichtigen wollen. Dieser Kanal verbindet über die großen Seen und die Flüsse im Great Glen Nordsee mit Atlantik. Wirtschaftliche Bedeutung hat er nicht mehr. Im Sommer verkehren hier lediglich Ausflugsschiffe und Freizeitboote. Eigentlich kann man hier 5 der insgesamt 29 Staustufen des Kanals besichtigen. Aber momentan werden die Staustufen restauriert und deshalb fällt der Rundgang aus. Auf der Weiterfahrt kommen wir an den Invermorrison Falls vorbei, die einen kurzen Spaziergang lohnen. Weiter geht es an Schottlands bekanntestem See, dem Loch Ness, entlang, bis wir schließlich an dem Touri-Hotspot schlechthin hier ankommen, Urquhart Castle. Die strategisch günstig liegende Burgruine ist an 3 Seiten vom See umgeben. Auf der Landseite wird sie durch einen tiefen Burggraben geschützt. Bereits im 6. Jahrhundert soll sich hier eine befestigte Anlage befunden haben. Um 1230 entstand die erste steinerne Burganlage auf der südlichen Seite des Geländes. Von ihr sind nur noch Grundmauern erhalten. Der nördliche Burgteil wurde später errichtet und bietet einen großartigen Ausblick auf Loch Ness. Aufgrund ihrer Lage war die Burg immer umkämpft und wechselte öfter den Besitzer und die Zugehörigkeit zu England bzw. Schottland. Die Burg wurde 1692 angeblich von den eigenen Leuten in die Luft gesprengt, damit sie für die Gegner keinen Wert mehr besaß. Und in der Folge plünderte die Landbevölkerung die Ruine. Wir verlassen Urquhart Castle, aber noch nicht Loch Ness, denn für uns geht es noch ein Stück am See entlang. Über Inverness fahren wir nach Culloden. Dieses Moorgebiet ist ein trauriger Ort, zumindest für viele Schotten,
denn hier fand im April 1746 die entscheidende Schlacht zwischen den Jakobiten unter Bonnie Prince Charlie und den englischen Truppen unter dem Herzog von Cumberland statt. Die Jakobiten waren zahlenmäßig unterlegen und verloren in wenigen Minuten über ein Viertel ihrer Leute. Cumberland, von den Schotten als der Schlechter bezeichnet, ließ alle Gefangenen und Verwundeten umbringen. In der Folgezeit massakrierten seine Truppen in den Highlands viele Unschuldige. Das Clanwesen wurde verboten, die Burgen zerstört. Die schottische Unabhängigkeit war endgültig vorbei und Schottland von nun an ein Teil Großbritanniens. In Schottland wird diese Schlacht von vielen als nationale Katastrophe angesehen. Und so pilgern immer noch viele Schotten an diesen traurigen Ort, um den Toten zu gedenken und ihrer verlorenen Unabhängigkeit nachzutrauern. Wir übernachten bei Inverness, bevor wir die North Coast 500 unter die Räder nehmen. In Strathpeffer, einem ehemals bekannten Badeort, suchen wir den Eaglestone, einen Piktenstein aus dem 7. Jahrhundert, der einsam auf einer Wiese steht. Ebenfalls sehenswert ist der alte Bahnhof. Heute beherbergt er ein Museum, ein Café und kleine Läden. Der Bahnanschluss existiert schon seit über 70 Jahren nicht mehr. Bevor wir weiter Richtung Norden fahren, gibt es zur Stärkung einen schottischen Snack. Unser nächster Halt ist der kleine 800-Seelen-Fischerort Helmsdale. Zu Hochzeiten der Heringsfischerei war er doppelt so groß. Heute ist mit der Fischerei nicht mehr viel zu verdienen und die Zahl der Berufsfischer sinkt immer weiter. Nach einem Aufwärmcafé mit Scones fahren wir auf der A9 in hügeligem Gelände, meist direkt am Meer entlang. Bei den Hill o' Many Stands halten wir an, um diese fächerförmig an einem Hügel liegende, ca. 4000 Jahre alte Steinsetzung zu besichtigen. Die einzelnen Steine sind klein, aber es sollen einst bis zu 600 gewesen sein. Gleich daneben befinden sich verlassene schottische Häuser und darüber moderne Windkraftanlagen aus unserer Zeit. Kurze Zeit später erreichen wir unseren Übernachtungsplatz am Loch Wottenen. Nachdem wir gestern ein größeres Stück gefahren sind, wollen wir heute wieder mehr zu Fuß unterwegs sein. Zuerst einmal erfreuen wir uns am Ausblick auf den kleinen See, an dem wir übernachtet haben.
Danach brechen wir zu einer Wanderung zum Kerner Gate auf. Er führt uns an verfallenen Häusern vorbei, wie man sie hier im Norden oft sieht. Mittels eines Bohlenwegs überqueren wir die Sumpfwiesen und zusätzlich müssen wir mehrere Viehzäune überwinden. Dank der Wegweiser finden wir bald die 5000 Jahre alte Megalithanlage. Da das Dach fällt, kann man gut erkennen, dass der Kern aus zwei Kammern besteht, die durch Portalsteinpaare getrennt sind. Auf dem Hin- und Rückweg genießen wir den Anblick dieser einsamen und kargen Landschaft. Auf der anderen Straßenseite, direkt am Meer, liegt die Welligau-Bucht, in der bis in die 1950er Jahre die Fischer ihren Fang anlandeten. Um in die Bucht zu gelangen, wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine steile Treppe mit 365 Stufen angelegt. Das sind die Welligau Steps. Es ist schwer vorstellbar, dass hier früher zwischen den 80 Meter hohen Klippen bis zu 20 Fischerboote lagen. Die Boote wurden mit Hilfe der Winde an Land gezogen. In der Hausruine lagerte Salz, um die Fische haltbar zu machen und in Fässern verpackt auf Schoner zu verladen, die ebenfalls in diesen engen Hafen einfuhren. Die Ketten in der Felswand zeigen noch heute, wo sie festgemacht wurden. Man kann sich nur schwer vorstellen, dass die Frauen zumindest einen Teil des Fangs die Stufen nach oben trugen und den Fisch dann noch 11 Kilometer nach Wick zum Markt schaffen mussten. Wir steigen wieder ins Auto und fahren zu den Cairns of Cumster. Die jungsteinzeitliche Anlage wurde um 3500 vor Christus errichtet. Der runde Steinhügel hat einen Durchmesser von 18 Metern. Man fand verbrannte menschliche Überreste, Skelette, Keramik- und Feuersteinwerkzeuge darin. Der langgezogene Steinhügel ist um die 70 Meter lang und 17 Meter breit. Vermutlich wurden zwei ehemals runde Cairns später überbaut. Die Dächer wurden rekonstruiert und mit einem Lichteinlass versehen. Die Anlage gilt als die am besten erhaltene Großbritanniens. Die Kammern im Innern sind nur in der Hocke oder kriechend erreichbar. Thank you.
Gitter vor den Gängen müssen verschlossen werden, damit sich keine Schafe darin verirren. Die Nacht wollen wir am Nosshead-Leuchtturm bei Vik verbringen. Allerdings stören ein paar Jugendliche mit Knallern mehrfach unseren Schlaf, sodass wir uns noch in der Nacht einen ruhigeren Parkplatz weiter nördlich suchen.